Wir haben drei Staatsschulen vor Ort, die Shalom Primary School, die Otavi Primary School und die Korab Secondary School. Und unsere Kinder besuchen alle diese Schulen. Im Lauf am Stadt von 1 Kilometer bis zu 5 Kilometer. Die Kinder gehen alle zu Fuß. Wenn es regnet, ist dann eben schulfrei. Für mich typisch namibisch sind meine die Leute eigentlich. Die Menschen hier gibt es mal nicht woanders. Also das ist eine Zucht von Menschen, die hier sich zusammengemacht haben über die Generation. Ich denke, das sind die Menschen, denke ich, ist das einzigste Namibische, was man wirklich, wenn man etwas von Namibia wegnehmen müsste und sagen, jetzt hat Namibia was verloren, das wären die Menschen, denke ich. Older people from Windhoek will know the story about the small vineyard that was where St. Paul's is today until the 1960s, and then they took it out and built the St. Paul's College. And our wine is a tribute to these tapfere Leute from those days. Marianne Sack, Ernie van Miljon und Gilmar Bosshoff haben alle eins gemeinsam. Sie leben und arbeiten in und um Otavi. Zusammen mit Grootfontein und Tsumeb bildet Otavi das sogenannte Maisdreieck, eine extrem regenreiche Region Namibias mit einem eigenen Mikroklima, die für die Landwirtschaft von ganz besonderer Bedeutung ist. Ernie farmt im Maisdreieck, also in der Kornkammer Namibias, tatsächlich auch mit Mais. Marianne kümmert sich um die Farmkinder und Gilmar baut, total ungewöhnlich für Namibia, dort Wein an. Allen drei habe ich einen Besuch abgestattet. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Komm mit. Heute laden wir euch nach Otavi ein. Mein Name ist Katja Hase. In Otavi angekommen ist mein erster Stopp das Johanniterheim Koaeb, Otavi. Dort finden die Farmkinder der Umgebung unter der Woche ein zweites Zuhause. Marianne Sack ist seit 15 Jahren die Leiterin des Schülerheims. Mit ihr habe ich mich vor Ort getroffen. Ich sitze hier unter einem Wolkenhimmel. Der Wind weht leicht. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen, dass der Regen heute doch wieder kommt. Gestern hatten wir ein paar Tröpfeln hier in Otavi oder Umgebung. Und ich sitze natürlich nicht alleine, sondern ich habe hier einen lieben Gast mit mir. Und zwar sitzen wir in Otavi und man hört im Hintergrund auch ab und zu mal Kindergelachen und Musik. Und das ist auch richtig so, denn wir sind hier in einem Kinderheim. Und mit mir ist die Marianne Sack. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Katja. Kannst du mir noch ein bisschen geschichtlich was erzählen zu dem Johanniterheim, also wie es zu dem Johanniterheim an sich kam hier in Otavi? Der Hauptinitiator für dieses Johanniterheim war Helmut von Leipzig. Der ist bestimmt vielen ein Begriff hier in Namibia, der ganz einfach die Notwendigkeit gesehen hat, dass man für Farmkinder, also Kinder unserer Farmangestellten, irgendwo ein Zuhause baut, wo die Kinder dann einfach diese Geborgenheit haben und die besten Voraussichten für die Schule. Der hat das initiiert und hat dann ist an die Johanniter herangetreten in Deutschland. Die haben das finanziert zu 75%. 25% mussten die Farmer Eigenmittel aufbringen. Das haben die auch geschafft. Und dann haben wir mit einem Gebäude begonnen, das 1987 eingeweiht wurde. Und so ist es gewachsen zu dem, was es heute eben ist. Und heute sitzen wir hier in der Mitte. Ich sehe einen wunderschönen, bunten Spielplatz. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude. Kann man das so sagen? 6 Gebäude. Also 6 Gebäude und die Vorschule. Und das ist immerhin, und es ist wirklich sehr, sehr schön, sehr offen. Ich bin ja selber auch, man sagt Heimkind bei uns, im Internat groß geworden sozusagen, einfach weil ich auch von der Farm komme. Und man muss sich das mal so vorstellen, die Kinder sind 6 oder 7 Jahre alt und gehen weg von zu Hause und sind dann irgendwo in der Schule und brauchen ja dann auch eine Bleibe, wo sie sein können und wo sie sich wohlfühlen können. Und ich glaube, gerade in dem Alter ist das so extrem wichtig, dass man da einen Punkt hat, wo Kinder hin können, wo die sich wohlfühlen, wo sie ein stabiles Zuhause haben. Und ich glaube, das ist euch ganz gut hier gelungen, oder? Ja, wir haben Kinder von der Vorschule bis zur 12. Klasse hier in unserem Schülerheim. Die sind altersgerecht untergebracht und jeder
Bau hat seine eigene Heimmutter. Und wie ist das hier? Generell sind die Kinder schon so, dass die Bock drauf haben auf die Schule? Also ich glaube, dass die Umstände hier bei uns so sind, dass die Kinder gerne ins Heim kommen. Nummer eins gibt es hier eine balancierte Mahlzeit, also drei balancierte Mahlzeiten, und wir haben wirklich ein gutes Essen. Es gibt Obst, es gibt Gemüse, es gibt jeden Tag Fleisch, was ja in Afrika ganz wichtig ist. Kapana ist das Wichtigste. Genau. Und ja, die Kinder können hier spielen, die haben einen Spielplatz, die haben einen Sportplatz, die haben Computer. Die haben eigentlich alles das, was sie zu Hause nicht haben. Und dadurch sind die schon sehr enthusiastisch und machen das gerne mit, was wir hier so bieten. Und das Ziel von diesem Johanniterheim hast du ja schon gesagt, ne? Es ist eigentlich auch ein Zuhause, es ist für die Farmkinder, aber es ist eigentlich auch viel größer, als wir nur einen Abschluss oder Schulabschluss für die Kinder zu ermöglichen. Viele der Kinder kommen ja aus einem Zuhause, wo die Eltern nicht schreiben können oder generell ihren Kindern bei kleinen Sachen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, nicht helfen können. Und ja, sie können einfach nicht, weil sie nicht schreiben können, oder? Das ist schon ein großes Thema. Ganz viele Eltern sind hier noch Analphabeten. Das muss ich ehrlich sagen. Die können das einfach nicht. Und da ist das Schülerheim, ja, knüpft da einfach an, dass wir den Kindern da eine gute Zukunft bieten können. Und Marianne, du hast gesagt, du bist jetzt schon 15 Jahre hier, ne? Das heißt, hat sich da inzwischen auch was verändert von den Eltern her? Also ich meine, ich glaube, vor 15 Jahren war es vielleicht noch schlimmer, ne? Also dass viele Eltern da auch noch nicht schreiben konnten. Hat sich das schon verbessert in den letzten 15 Jahren? Also was ganz auffallend ist, dass die Eltern sehr sich einbringen für ihre Kinder. Sie kommen auch zu den Elternversammlungen. Das war früher nicht so. Also wenn wir hier eine Elternversammlung hatten, ist keiner erschienen. Heute erscheinen schon 50% der Eltern. Was wir sehr positiv empfinden hier für unser Land auch, ist, dass in unserem Heim alle Eltern am ersten Heimtag das volle Heimgeld zahlen. Da sind wir ganz besonders stolz drauf. Es gibt keinen, der sagt, ich mache es nicht. Alle zahlen, und der es nicht kann, der zahlt es ab. Aber er macht es. Und das, denke ich, ist eine sehr positive Sache hier für uns. Wenn wir die Erfahrung mit anderen Heimen machen, die haben das da nicht so gut, dass das gemacht wird. Etwas, was ich auch wieder gemerkt habe hier, ist witzig, das ist so ein roter Faden, der zieht sich irgendwie durch meine Podcast durch, ist die Gemeinschaft, ne? Also das ist gerade, wenn man so eine kleine Gemeinschaft hat, ist das schön zu sehen, wie die Gemeinschaft zusammenarbeitet. Und das merkt man ja hier auch, ne? Also das heißt, das ist schon ein Riesenthema, auch in Otavi, oder? Ja, ich denke, ohne Gemeinschaft, egal in welcher Hinsicht, Afrikaans, Englisch, Deutsch, Einheimisch, kann so ein kleiner Ort gar nicht bestehen. Wir müssen miteinander und füreinander. Das ist ganz wichtig bei uns. Während unseres Interviews kommt auf einmal ein Bucky auf den Hof gefahren, vollgepackt bis oben hin mit glücklichen Kindern. Es ist herrlich. Also es wird jetzt vielleicht ein bisschen lauter hier bei uns, weil die Kiddies sitzen alle hinten auf dem Auto drauf, waren beim Ausflug und auch alle in Schultracht. Und das sind ganz viele kleine Menschen mit grauer Hose und weißem Hemd. Und alle haben ein Stocki-Lecker, ein Lollipop in der Hand. Also jetzt, Marianne, haben wir es, glaube ich, ein bisschen lauter um uns rum, aber das ist ja auch schön. Kinderlachen ist eines der schönsten Geräusche, die es gibt, oder? Auf jeden Fall, das macht uns immer Spaß. Und ich sage mir auch immer, bei diesen Kindern können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Sie kommen oft aus widrigen Umständen und bleiben trotzdem immer fröhlich. Das ist etwas, was mich immer begleitet, dass diese Kinder so fröhlich sind. Und selbst auch die Eltern, wenn sie aus widrigen Umständen kommen, sind sie immer fröhlich. Dann kommt auch die Betreuerin und Marianne fragt, wo die Kids waren. More, more, hochhandet. Alles reach. War was hier liegen wir? Das, hey. Also wir haben jetzt auch gehört, wo die waren, die Kleinen. Und zwar waren die bei der Polizeistation, oder Marianne? Genau. Denen wurde einfach mal gezeigt, wie das so ist mit der Polizei. Das ist ein Beruf, den man hier bei uns ergreifen kann. Wir haben sich die Polizeistation angeguckt und die haben dann den Polizisten mal ein Lied vorgesungen und ihnen gezeigt, was sie so bei uns gelernt haben. Und genau das Lied bekomme ich zum Abschied auch noch vorgesungen. Mein nächster Abstecher in Otavi führt mich auf die Weinfarm von Gilmar.
Ja, richtig gehört. Wein in Namibia und dazu ein herrlicher Ausblick. Gilmar und seine Frau Tamara haben zusammen Boshoff Family Wines ins Leben gerufen. Und das ist in Namibia durchaus etwas Außergewöhnliches. Das hört sich an wie Namibia. Ich weiß auch, ich bin in Namibia. Aber wenn ich rausschaue, wo ich jetzt sitze, ist hier auf einer Veranda. Und ich schaue raus und es ist grün. Vor mir liegen Weinstöcke und Riesenberge. Und es ist so grün, dass es irgendwie nicht normal für Namibia. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern ich sitze bei Boshoff Family Wines in der Nähe von Otavi, zwischen Otavi und Kombat, um genau zu sein. Und Gilmar Boshoff sitzt hier mit mir. Hallo Gilmar. Hi Katja. How did you guys decide to plant some grapes and make wine? Ja, Namibia is definitely not a traditionally wine producing country. No, and I mean the climate is not perfect for wine. South Africa, especially the Western Cape, has a great climate for producing some great wines. Here by us, it's much more harsh, it's drier and hotter. We don't make a wine to try and compete with the South African wines. Our aim is to produce the best wine we can in the area, and the wine in your glass must represent the climate, the soil, the sun, the tradition of Namibia. The wine that you drink in your glass didn't start in the cellar. It started already 4 months earlier when the vineyard was pruned and it budded. And yeah, so that you then you walk that line with the grapes until the wine cellar. So it's very important for us to have it to grow it here by us. And it also gives you a sense of pride that it's grown here. That's also part of the challenge and part of the fun. And like I said, you cannot separate the grape from the wine. It is, foreigners or people from Europe feel also very strong about this. When you, for instance, there you have the Mosel, and they are very, in Germany, the Mosel, and they are very proud of the Weiss Riesling or the Rhein Riesling grown in the Mosel, and then you have Rheingau, and you cannot buy the grapes in the one region, go and make it in another region and say, now, okay, this is also a Mosel Riesling or so. So the origin of the grape is very important, and for us here, this is grapes grown in the Namibian soil under the Namibian sun, and then try to turn it into wine. With regards to the grapes, which one do you say is like definitely a winner? This one works really well here. I think by us, the Shiraz is it's a very versatile cultivar in the world. It's doing quite good here. We don't get as much yield as in compared to what South Africa gets under those growing conditions. But the grapes have nice concentration and good fruit to work with. And Tempranillo on the red side also so far shown that it handles the growing conditions. But in South Africa at the moment, they are importing a lot of interesting cultivars from all over the world. They're doing a lot of research, especially also because of the climate change thing that's affecting the whole world, the whole agricultural world. So they are getting new things. So we will see what we can find there in the future and maybe replace those places in the vineyard. So what kind of wines are you producing? We're very proud of our label. We call it Katholischer. For many people, their eyes go open immediately and think, what? Why the hell did you call your wine that? But that's a part of Namibian wine history that not a lot of people are aware of. Older people from Windhoek will know the story about the small vineyard that was where St. Paul's is today until the 1960s, and then they took it out and built the St. Paul's College. And that's why that one restaurant up on the hill is called Am Weinberg. So it was by the vineyard, Am Weinberg. It's basically when you come from the international airport, it's one of the first, robots. It's actually the first robot. There used to be a wine farm. Yeah, there used to be a small
Weinberg on the linker Seite. So the Catholic priests of those days, it was already in 1850s, around about 1850, 1860s, they started with it. And there was one of the last guys was Father Morgenschweiß. And but anyway, they called this schnapps that they produced there, called that Katholischer. And our wine is a tribute to these tapfere Leute from those days. Und wenn man schon mal auf einem Weingut in Namibia ist, na, dann muss man natürlich auch probieren. Deshalb hat mich Gilmar noch in seinen Weinkeller mitgenommen. Jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Und zwar, wir laufen jetzt hier zu dem Weinkeller von Boshoff Family Wines. Und jetzt gehen wir hier rein. Oi, und ich rieche schon den Wein. Und es ist auch schön kühl hier drin. Ne? Als Namibianer findet man das immer ganz gut, wenn man irgendwo reingeht und man merkt, hier ist Kälte. Also im Hochsommer kann man hier, glaube ich, ganz gut überleben. Vielleicht geht das Gilmar auch so. Gilmar, are you also coming in here when it's really hot outside? It makes sense, right? Yeah, in the high summertime, it's the best place to spend your time in here. Between the bottles of wine and a nice cool area. But as you can see, it's a small cellar. It's actually just an old garage converted into a wine cellar. It has a ceiling and an aircon. But yeah, we do everything by hand, and we can fit, as long as we can fit enough wine in here, I'm happy. Bei Boshoff Family Wines ist die Winzerei noch echte Handarbeit. Die Labels werden am Küchentisch noch geklebt und alle packen an. At the moment we're selling the 2020 vintage and this is the 21. It's a little bit in a different style. Ach, it's all a big experiment. Sometimes you try something and the result is not always what you wanted and then the next vintage, then you try something else to get a different result. What I have to also want to mention is we make our wines according to natural winemaking principles. That means in the wine cellar, you do minimum intervention. You don't move the wine around if it's not necessary. You use very little chemicals, very, very little additions, keine commerciële Hefe. Wild fermentation, no enzyme. Oh, we try to make it as natural as possible. So, genug gequatscht, würde ich sagen. Jetzt wird probiert. Okay, in Cheers. Case. Cheers. Von Gilmar verabschiede ich mich am Ende nur schweren Herzens. Nicht nur sind er und seine Familie unglaublich nette und hilfsbereite Menschen. In meiner Zeit hier in Otavi durfte ich auch eins der drei Self-Catering-Häuschen am Weinberg beziehen. Ein kleiner Insider-Tipp von mir, hier wohnen und sich verwöhnen lassen, ist auf jeden Fall ein Highlight. Und das Beste, Gilmar kommt mit kleinen Tapas und Wein direkt zu eurem Häuschen und macht eine Weinprobe. Falls ihr aber nur auf der Durchreise seid, dann könnt ihr auch eine Weinprobe machen und weiterfahren. Ganz wichtig, don't drink and drive. Und deswegen habe auch ich das Auto stehen lassen. Zum Glück gibt es da noch die Mais-Lorry von der Familie van Billon. Diese transportiert ab und zu mal Mais nach Otavi. Und ja, die hat mich doch glatt am Straßenrand abgeholt und mit zu meinem letzten Interviewpartner genommen. Hallo, es geht Katja. Ja, komm zusammen noch. Erstmal hier den LKW nach oben klettern. Das ist ja auch nicht ohne. So, jetzt bin ich drin. Und ab geht die wilde Fahrt. Nach diesem Highlight komme ich auf der Farm Nelen, ca. 45 Kilometer von Otavi an. Zunächst werde ich von einer Herde Schafe begrüßt. Otavi ist nach der Regenzeit herrlich grün und die Schafe genießen das sichtlich und auch hörbar. Anschließend setze ich mich mit Ernie van Billon ins Farmhaus.
Hallo Ernie, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Katja, danke, dass du gekommen bist. Ja, wer weiß, ob du das noch so schön findest, wenn ich eine halbe Stunde dich zulaber oder zumindest die ganze Zeit nur Fragen stelle. Ach, das so einsam mir, das ist gut, wenn da ein bisschen Besuch ist. Ernie ist eigentlich Wirtschaftsingenieur. Er kam aber durch Corona endgültig ganz zurück auf die Farm seines Vaters. Die Farm ist schon in der 5. Generation in seiner Familie. Und auch Ernie macht das, was die meisten Farmer in dieser Gegend machen. Wir pflanzen hauptsächlich Mais im Sommer und dann im Winter pflanzen wir Weizen an. Und dann haben wir die ganzen Trockenländer, die wir früher hatten, wo wir auch Mais gepflanzt haben. Aber dann mit der Zeit haben wir aufgehört, weil das zu riskant ist mit dem Regen und die Produktionskosten, die so hoch gehen. Da haben wir gesagt, komm, wir reduzieren unser Risiko. Und dann haben wir jetzt angefangen, diese Trockenländer dann nur auf, die nennen das Cover Crops, das sind so verschiedene Pflanzenarten, die man dann zusammenpflanzt, um den, erstens um den Boden zu verbessern, Stickstoff zu binden und organisches Material in den Boden reinzuarbeiten und dann auch noch Futter anzupflanzen für die Rinder und die Schafe. Also hauptsächlich sind das dann diese drei Sachen, die wir da im Moment anpflanzen. Wie viel Mais produziert ihr in der Saison, also das heißt im Sommer? Also wir haben so 138 Hektar unter Pewitz, hinter Pewitz. Und man kann so 12 Tonnen im Durchschnitt ernten. Aber wir haben das so aufgestellt, dass wir mit dem Wasser, was wir haben, können wir eigentlich nur, sag mal, 60 Hektar bewässern. Aber weil das ja regnet, haben wir das so geplant, dass wir mehr Hektar unter Bewässerung haben. Und wenn der Regen wegbleibt, können wir nur auffüllen, was fehlt, was der Regen fehlt. Wenn da eine Trockenpause oder so ist, dann können wir bewässern. Und so können wir dann mehr Hektar bewässern, als was wir eigentlich mit dem Wasser, was wir haben, könnten. Du hast auch ein paar andere Ideen oder ihr habt ein paar andere Ideen, wie oder was man hier noch machen könnte? Ja, genau. Der Ansatzpunkt war, die Produktionskosten werden immer höher und mit Mais und Weizen werden die Margen immer weniger. Und irgendwann weiß ich nicht, ob sich diese Kosten und Einkommen sich kreuzen, dass es nicht mehr sich lohnt. Aber wie wir das sehen, lohnt das sich immer weniger. Ich meine, wir müssen ja weiter investieren in die Farm, neue Maschinen kaufen und so weiter. Und das konnten wir jetzt schon eine Weile nicht mehr, weil die Margen immer weniger werden. Also da haben wir gesagt, wir müssen irgendwie gucken, was wir noch anbauen können, damit wir nicht rückwärts farmen. Und dann haben wir so ein Projekt jetzt angefangen. Also wir sind dabei zu gucken, ob wir nicht irgendwelche Obstsorten anpflanzen können. Erstens, Namibia importiert 80% vom Obst und Gemüse. Also nur 20% wird selbst hier lokal angebaut. Aber dann wollen wir auch exportieren. Und dann haben wir gesagt, alright, komm, wir fangen mal damit an. Und wenn ihr jetzt schaut, ich meine, was ist dein Wunschdenken? Was würdest du gerne hier anpflanzen? Kannst dir irgendwas wünschen auf diesem Planeten? Das heißt ja nicht, dass es passen würde. Aber wenn du was pflanzen könntest, was wäre das? Avocados sind eine gute Option, weil das ist ein großer Weltmarkt dafür. Das war ein Luxus-Item gewesen für Leute. Aber das wird immer jetzt mehr an Leute gehen kaufen und kaufen beinahe jedes Mal ein Avocado ein. Und unser Land hier ist gut gelegen, dass wir, denke ich, in einer guten Marktpunkt im guten Zeitpunkt im internationalen Markt reinkommen können. Vor Südafrika am Markt ist und wie ich das sehe, ist Chile und diese sind dann aus dem Markt gerade raus. Und dann können wir reinkommen. Also da ist eine Lücke, wo wir in den Markt reinkommen können. Erster, laut unseren Analysen. Also das würde dann eine gute Option sein, denke ich, für uns. Tja. Vielleicht bekommen wir dann bald Avocados direkt aus Otavi. Ein Boer maakt een plan, wie es in Namibia so schön heißt. Der Farmer macht einen Plan.
Viel zu früh muss ich mich wieder von Ernie verabschieden, denn ein Farmer hat halt keine Zeit. Auf der Farm gibt es halt immer etwas zu tun. Nach meiner Zeit hier in Otavi wurde mir wieder bewusst, wie unglaublich glücklich wir uns schätzen können, Namibia unsere Heimat nennen zu dürfen. Otavi ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Landschaftlich ein Traum, experimentfreudige Farmer, die etwas bewegen können und wollen. Und auch hier ist wieder ganz klar, Menschen machen das Leben einfach schöner. Das Miteinander hier oben im Maisdreieck ist unglaublich und das durfte ich auch miterleben und spüren. Aber ich kann mich natürlich nicht verabschieden, ohne noch einen brandheißen Touri-Tipp mitzunehmen. It's a very scenic area to make a day trip around the Maize Triangle. You have the Otavi Valley with the Dolomite Mountains, and if you go to Grootfontein direction, there's the meteorite in the Grootfontein Valley. Grootfontein has the old German fort museum, and Tjumep the same, has a very nice museum for a day trip. And then if you go from here, from the Otavi, it's about 2 hours drive. Then you are in Itosha. Und genau da geht meine Reise als nächstes hin. Im berühmtesten Nationalpark des Landes will ich mich etwas genauer umschauen. Die Route Otavi Itosha wird berechnet in 164 Kilometern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Komm mit in den Itosha Nationalpark. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.